Weiter geht es mit einem kleinen Zeitsprung zu diesem Zwischenstand hier, in dem ich schon einiges vorbereitet habe. Zum einen habe ich zunächst die Hauptkamera nochmal dupliziert und einfach mal Ausrichtung genannt und so hingedreht, wie sie gerade steht. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Habe hier den chinesischen Pharma und die Geisha hinzugefügt, hier aus dem Objektordner. Diese gibt es beide auch bei Cornucopia3D.com. Die Fische habe ich hier jetzt hier nicht hinzugefügt, das waren die Kois, das kleine Paket ebenfalls von Cornucopia3D.com. Ja, hier habe ich noch einen von diesen Frühlingsbäumen von mir hinzugefügt. Habe ich da hinten auch. Ein bisschen davon sieht man noch, je nachdem wie die Kamera steht, eben nicht ganz so viel. Auch von diesen hinzugefügten ganzen, ja, Büschen, sage ich mal, sieht man nicht viel. Dafür kann man das Ganze hier ganz gut erkennen. Könnte man hier also theoretisch wieder wegnehmen, was man so nicht sieht. Oder aber man verstellt die Kamera nochmal anders und hat die Aufnahme von der anderen Seite und dann hat man halt eben auch hier Blümchen. Diese Dinge hier, ja, da ist glaube ich gar nicht mehr so leicht dran zu kommen. Die sind aus einem Prosa-Ordner von mir und dieser hieß oder heißt auch immer noch japanisches Flair. Ist allerdings schon ein paar Jährchen alt und wenn ich mich nicht irre, war das damals von Nushka oder Nushka Design. So hieß das, glaube ich, die Firma. Ja, und die gibt es leider auch nicht mehr oder vielleicht aber auch wieder unter einem anderen Namen. Ich weiß es nicht, so viel bin ich in den Foren überall nicht unterwegs. Ich gucke immer nur, was mir gefällt, mir an Dingen und kaufe mir das ein. Und in den Foren renne ich selber weniger rum. Vielleicht kennt das von den Poseranern einer oder kennt sich da ein bisschen besser mit aus. Ansonsten, ja, wer das jetzt noch nicht hat, dürfte da auch so einfach dann nicht mehr drankommen, wenn es die Firma denn nicht mehr gibt. Ansonsten einfach mal, also zumindest wenn man das über Posa hier hinholen möchte, bei dats3d.com gucken. Da waren die zumindest früher. Ja, ansonsten bleibt zum Beispiel hier so ein Tisch, wenn man denn sowas haben möchte, mal eben selber bauen. Das geht sogar innerhalb von Vue. Das, wenn man sich das mal genauer anguckt, ja, ist das eigentlich auch nichts groß anderes als, ja, aus Würfeln kann man sich das erstellen. Und dann eben vielleicht auch mit einer Differenz, so wie wir das hier bei den Becken gemacht haben. Hier das gleiche Spiel. Und diese Dinger sind auch nicht schwer. Eigentlich, was man vielleicht bräuchte, wäre hier ein Bildchen, was man dann da so drauf mappt. Ja, selbst so ein Kissen dürfte das Problem nicht sein, wenn man den eins da hinlegen möchte. Ja, und eine Schale hat, denke ich mal, soweit jeder. Die ist bestimmt irgendwo kostenlos. Obst habe ich hier hinzugefügt. Das ist Vue eigenes Obst von Cornucopia3D.com. Ich glaube, die sind sogar kostenlos, ein paar Obststücke. Die habe ich einfach mal da reingelegt, dass das auch ein bisschen nach gefüllt aussieht. Ja. Die Figuren habe ich ein bisschen bewegt, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Und hier diese Beckenränder, die habe ich mir noch ein bisschen abgedunkelt, das war mir viel zu hell. Ja, die habe ich ein bisschen dunkler gemacht, dass das ein bisschen so aussieht. Okay, kommen wir zunächst zu der Kameraausrichtung. Die Kamera... Also die Hauptkamera ist ja hier diese und die Ausrichtungskamera habe ich einfach mal jetzt so hier hingestellt bzw. gedreht. Man kann natürlich auch die Hauptkamera verdrehen, aber wie gesagt, da spiele ich nicht so gerne dann rum. Wer nicht die Kamera verdrehen mag, aus welchem Grund auch immer, der kann hier auch alles einzeln einfach anmarkieren und dann eben drehen. Ne? Nur darauf achten, auch gerade hier bei diesen ausgeschnittenen Dingen, dass man auch wirklich alles markiert hat, was man verdrehen möchte. Sonst klappt das hinterher wieder nicht. Die Einstellungen, ja, auf 42 mm habe ich mir das einfach mal eingestellt. Ja, hat die Höhe. Und das sind die für die Position, wo die Kamera jetzt gerade mal so steht. Für diesen Moment. Und wenn ich mir jetzt mal hier die Figuren angucke... Die Geisha zum Beispiel. Ich da mal reinzoome. Die bestehen hier aus diesen Knochen, sogenannten. Die kann man anklicken.
einzeln, man kann auch, wem das so schwer so ist, hier einzeln die ganzen Dinge aufklicken, bis man da ankommt, wo man hin möchte, und hat das dann markiert und kann das hier über diese Pfeil oder eben drehen, nach vorne, nach hinten, Hände einzeln, alles was man so möchte. Und habe mir das eben mal ein bisschen angepasst, den chinesischen Farben genauso, mal eben auf den Boden noch stellen. Wenn man hier so ganze Sachen hat, dann genau, dieses ist ja aus Poser, da bin ich einfach über File, Import Object, und habe mir hier einfach meine zuvor in Poser abgespeicherte Szene, also die Sachen einfach einmal mal hinzugefügt, das Ganze Japan 1 genannt und als PZ3 ganz normale Poser abgespeichert. Würde mir das jetzt hier aufrufen, brauche ich ja jetzt noch nicht mehr, weil ich habe das Ganze schon. Und wer hier so eine Meldung bekommt, dass Poser erstmal hinzugefügt werden muss, beziehungsweise View erstmal gesagt werden muss, wo denn Poser überhaupt liegt, also das Programm an sich, da kann man hier über Options, und dann muss ich mal gucken. Ach, da steht doch Poser Import, wenn ich hier einmal klicke, dann hat man hier die Möglichkeit, da will ich immer das Neueste nehmen nach Möglichkeit, zumindest wenn ich gerade neu das hinzufüge, und hier den Pfad zum Poser-Verzeichnis an sich. Ich habe hier Poser Pro 2012 obwohl ich diese Dinge einfach mal in der alten Version Poser Pro hinzugefügt habe. Selbst wenn man das in Poser 6, sage ich jetzt mal zum Beispiel, hinzufügen würde, kriegt man das Ganze geöffnet, auch wenn hier Poser Pro 2012 steht, weil es halt eben neuer ist. Etwas anderes ist es, wenn man hier jetzt Poser 6 stehen hätte und hätte die Dinge jetzt in Poser Pro 2012 hinzugefügt. Da muss man hier wieder angeben, mit der Version. Kann man ja einfach über Browse raussuchen. Ja, und dann schiebt man sich das alles so, wie man das haben möchte. Das sieht auch alles recht einzeln, wie man das Ganze gerade braucht. Wichtig ist hier nur, wenn man das Ganze jetzt hinzugefügt hat und schiebt das komplett einfach irgendwo hin und sagt, setzt man das ab, setzt er das zwar ab, aber was wieder zuerst den Boden rührt, das, so bleibt das Ganze eben auch stehen. Deswegen ist es hier immer sinnvoll, wenn man denn die Dinge einfach mal, einzeln anklickt, aber nicht, wenn es schon auf dem Boden steht, sonst ist es ganz weg. Also gehe ich hin und markiere auch das, was da drauf steht. Beziehungsweise diese drei Dinger, hebt das ein bisschen an. Also das würde jetzt normal richtig stehen, weil sonst wäre es gerade nicht unter dem Boden gerutscht. Und das Kissen zum Beispiel. Ja, das sind so Sachen, da sollte man vielleicht drauf achten. Das sieht man sowieso nicht so, das ist aber auch auf dem Boden. Und der Tisch, der steht auch auf dem Boden. Ja. Da will ich auch die Schüssel mit markieren vorher. Wenn ich die Schüssel einzeln mache, steht die gleich auch unterm Tisch, statt auf dem Tisch. Dann habe ich natürlich die Atmosphäre noch ein wenig verändert. Dann gehen wir erstmal auf die Sonne. Die habe ich verstellt. Hier hat man die Werte, wie man das Ganze einstellen kann, nicht muss. Das ist jetzt halt der Effekt bei meinem Beispiel hier. Und dann in der Atmosphäre selber habe ich hier diese beiden Dinge einfach mal auf 0 gestellt. Ich habe die sowieso nicht hier in der Szene, sondern außen am Rand. Also einfach mal runter. Den Wind habe ich deaktiviert, den brauche ich hier nicht. Das Ganze auch GR gestellt. Hier das erhöht. Die Farbe habe ich geändert, und zwar von Schwarz in ein ganz, 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 ganz dunkles Grün. Eben weil wir hier Wasser haben. Dass der Effekt hier eben ein anderer ist. Das auf 3 gestellt. Die Qualität habe ich erstmal runtergesetzt. Das kann man nachher noch wieder erhöhen, wenn man das denn braucht. Das hier so eingestellt. Die Farbe habe ich etwas geändert hier für das Ambiente. Mit diesen Werten. Wolken füge ich gleich erst noch hinzu, und dann habe ich hier in diesem Tab erstmal die Höhe eingestellt, die Farbe geändert. Hier nehme ich meistens so 1888, 188, ein schöner Blauton halt. Hier habe ich nichts verändert, aber hier die
Farbe setze ich immer gerne ein bisschen tiefer. Jetzt sieht der Himmel wieder nicht toll aus. Den Nebel habe ich ein bisschen runtergesetzt. Den Glüh-Effekt habe ich ein bisschen erhöht. Also wenn man den Regler hier ganz nach rechts schiebt, dann steht hier wieder eine 100. Aber man kann hier weitaus höhere Werte noch eingeben. Hierüber gibt man ja ein, wie weit der Effekt von der Sonne hier bis zur Erde reicht. Und wenn man hier weiter runter geht, hat man dann hier so einen tierisch hellen Bereich, bevor man hier hinten das Blaue hat. Muss man mal gucken, wie man sich das einstellen möchte. Momentan steht das Ganze auf 1 und auf minus 1. Ich möchte das gerne jetzt einfach mal ändern, erstmal auf 5. Und ja, die Wolken. Dann füge ich mal einfach welche hinzu. Zum Beispiel Dark, sage okay. Und die sind mir viel zu dick. Die sollen ein bisschen dünn sein. Hier sehe ich noch nichts, deswegen kann man hier klicken und dann einmal Refresh Sky. Dauert ein bisschen und dann sieht man da schon mal in der Vorschau die Wolken. Diese Vorschau hier habe ich mit der rechten Maustaste dieses Auto-Update deaktiviert, weil ja auch das Rechner beansprucht und ich die Arbeiten gerne hier in meinem Fenster schon habe und nicht hier für die Vorschau, wo ich eh kaum hingucke. So, wie viel davon soll am Himmel vorhanden sein? Wie stark sind die? Und dann kann man sich das hier alles ein bisschen einstellen. Zwischendurch immer mal, wenn es nicht automatisch passiert, den Himmel nochmal aktualisieren, damit man mal so eine kleine Idee hat, wie das Ganze aussehen wird, wenn es fertig ist. Ja, und da kann man halt hier so ein bisschen einstellen. Ich sag hier einfach mal okay. Dann habe ich hier noch ein Gelände. Da kann man natürlich ein eigenes Gelände erstellen und hinzufügen. Ich war hier einmal mehr wieder etwas faul. Wenn man ein eigenes Gelände erstellt hat, was einem soweit zusagt, kann man das Ganze ja exportieren, dass man dann halt so eine Bitmap hat, also so ein .tiff. Oder aber wie bei allen anderen Objekten auch rechte Maustaste und dann Objekt speichern unter und speichert sich das in sein Verzeichnis. Dann kann man auch immer direkt das komplette Gelände aufrufen und nicht nur über die Bitmap, dass man das jedes Mal hinzufügen muss. Und ich habe hier... Okay, wir sind gerade bei den Vögeln, dann füge ich erstmal die Vögel hinzu. Das ist eine ganze Sammlung, die ist von Barry Marshall. Die war kostenlos, ich weiß im Moment gar nicht genau, wo ich das her habe. Kann sein, dass die auf cornucopia3d.com runterladbar sind. Ansonsten kann das sein, dass mein Link auf Facebook war. Also wenn einer bei Facebook ist, da gibt es ja diese deutsche Facebook-Gruppe, dann kann man da mal nachfragen. Screenix aus dem Forum ist auch Admin dieser Gruppe, dann kann man auch mal fragen. Ansonsten gibt es noch eine englischsprachige View-Gruppe auf Facebook und in der ist auch auf jeden Fall Barry Marshall vorhanden. Und einfach mal nachfragen und dann kriegt man bestimmt den Link, dass man spätestens dann an diese Vögelchen einfach kommt. Einfach okay. Ein bisschen rauszoomen, damit ich sehe, wo ich hier bin. Ich glaube, ich bin ein bisschen sehr hoch. Jo. Viel, aber die sehen ja im Render größer aus als hier momentan in der Anzeige. Muss man mal gucken. Okay, das sind diese Vögelchen und kommen wir mal zum Gelände an sich. Die ganze Sammlung habe ich einfach mal hier und da habe ich hier Timberwolf. Das ist ja aus den neueren Paketen von Quadspinner. Ja, ein Beispiel mal habe ich physikalisch im Schnee, wen das interessiert. Sag einfach mal okay, jetzt findet er hier die Datei nicht, beziehungsweise die
Map, sage ich mal, ist ja TGA. Und zwar heißt das hier momentan -10-snow-tga. Ich suche mir das Ganze jetzt mal raus. Und wenn man mal hier in den Ordner eben guckt, heißt das Ganze halt eben Timberwolf Snow und nicht 10. Ist aber nicht weiter tragisch. Entweder benennt man das halt eben um in -10 oder aber man speichert das Gelände hinterher mit dieser Map nochmal neu ab oder über das alte drüber und dann hat er auch immer die Map. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, okay, dauert ein bisschen, das wird ein riesengroßes Gelände werden. Was soweit auch richtig ist. Mal rauszoomen, erstmal auf den Boden. Ungefähr. Denn, ja, wenn man da drauf wandern kann und Skifahren und so, die sind ja meistens nicht nur 3 Meter hoch, sondern schon was größer. Und dann verschiebe ich mir das. Das mit den Wolken gefällt mir so noch nicht. Ein bisschen kleiner kann es sein. Wenn man mal guckt. Das sind hier 2 Kilometer, 2 so Kästchen. Das ist schon ein bisschen Entfernung. Kann man auch mal drehen. Zum Beispiel. Und die Wolken finde ich ein bisschen extrem hoch. Auch wenn man die hier momentan nicht sieht. Da sind sie. Und da ist die Kamera, deswegen gehe ich nochmal Atmosphären-Editor oder aber halt auf die Wolken selber. Und kann das Ganze noch ein bisschen tiefer schieben. Niedriger als Grundfläche geht natürlich nicht. Dann verändern wir noch mal ein bisschen die Wolken. Eine Atmosphäre. Nicht ganz so hoch, nicht ganz so und nicht so dick. So, mal gucken, wie das gut passt. Das Gelände kann man vielleicht auch nochmal drehen. Gucken, wie das einem am besten gefällt. Und die Vögelchens, wie gesagt, wenn die so weit oben fliegen, werden wahrscheinlich nicht so groß sein, dass man die so deutlich da sieht. Man kann die Kamera natürlich auch noch ein bisschen weiter einstellen. Und zum Beispiel ein bisschen höher. Ein bisschen mehr aufs Bild bekommt. Wenn dann hier ein Baum hinzugefügt wird und der dann hier drin steht, muss natürlich wieder weggeschoben werden. Mir ist das Ganze ein bisschen ziemlich weit weg, ehrlich gesagt. Mal gucken. Das ist ja theoretisch das, worum es geht. Muss man mal ausprobieren, wie man das gerne hätte. Mal eben in die Sonne gucken. Die kann man mal ein bisschen weich einstellen. Ja, es kommt darauf an, wie viele Wolken man hier am Himmel hat. Wenn man viele Wolken hat, sind die Schatten nicht mehr so hart.
kann man das Ganze hier ruhig mal ein bisschen runterstellen. Und die Qualität, wenn man das Ganze nicht editieren möchte, wenn das eventuell ewig dauert, kann man hier erhöhen. Ich stelle das Ganze einfach mal auf 4. Diese Softness-Geschichte funktioniert natürlich nur, wenn man hier auch Softness eingestellt hat. Ansonsten kommt man hier nicht dran, da kann man hier höchstens hier unten das wählen, wobei, also wenn schon eine Map für den Schatten, kann ich hier noch Raytrace empfehlen. Auch wenn das Ganze was länger dauert, sieht eben auch wieder besser aus. So ist das eben wie mit allen Dingen. So, dann könnte man theoretisch, denke ich mal, vielleicht noch eine weitere Wolkenebene hinzufügen. Mal gucken. Versuchen wir es einfach mal mit diesen hier und Other Clouds. Das habe ich so von der Bezeichnung her ausnahmsweise mal so gelassen bei den Wolken. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ja, das sieht auch nach ziemlich vielen aus, 100%. Ich habe mich hier doch nochmal umentschieden, und zwar aus dem Ordner Stratus Cirrus, hier für die turbulente Version, und habe lediglich hier Cover auf 50% eingestellt und ambientes Licht einfach mal runter auf 40. Und ja, man kann ja auch noch eine neue Wolkenebene hinzufügen, denn ja, ein richtig schöner Himmel hat halt eben nicht nur eine Wolkenart, sage ich mal. Die sind halt in verschiedenen Höhen und sehen halt eben unterschiedlich aus und sind auch verschiedene Arten. Natürlich nur sofern überhaupt Wolken am Himmel vorhanden sind. So könnte das Ganze einfach mal nur rein in feine Qualität gerendert aussehen. Im Forum durfte ich heute lesen, dass das Ganze so aussieht, als wenn das eine relativ schöne Szene werden wird. Naja, schön ist immer relativ. Also ich sag mal, okay, für Final kann man hier bestimmt nicht so moppern jetzt. Aber man kann hier noch viel, viel mehr machen. Man hat hier noch Platz, um irgendwas hinzustellen. Hier ist noch Platz, hier könnte man was draufstellen. Und wie gesagt, ja, Efeu oder so hier rum. Hier könnte man noch ein paar Pflänzchen hin oder so Efeu runterhängen lassen. Hier kann man auch noch was draufstellen. Es kommt immer nur darauf an, wann ist eine Szene zu voll. Was sieht eigentlich noch gut aus? Die Kamera ein bisschen, Kamera ein wenig gedreht, dann sieht das Ganze auch schon wieder anders aus. Die Vögel beispielsweise hier, die würden jetzt mit diesen Wolken, die hier vorhanden sind, vielleicht hier auch gar nicht mal so schlecht aussehen. Vielleicht fügt man hier auch ein Flugzeug oder einen Heißluftballon oder keine Ahnung was hinzu. Mit der Kameraeinstellung, wie sie jetzt hier ist, sollte man dann wahrscheinlich noch darauf achten, dass man hier natürlich auch diesen Moos-Effekt wenigstens noch hinzufügt. Das heißt, dieser Differenz, die man hier hinzugefügt hat, damit das nicht so aussieht wie hier jetzt nur an den Seiten und da vorne ist eben nichts. Dahin fällt es nicht ganz so auf, kann man aber auch hinzufügen. Kommt aber, wie gesagt, immer darauf an, wie die Kamera so steht. Wenn ich mir jetzt das mal angucke hier und dann das zuvor und Videoreihen vorgestellte Bild, das habe ich hier einmal größer, das ist im Grunde eigentlich, ja, genau das gleiche Bild. Okay, das Wasser sieht ein wenig anders aus, was hier an dem Boden liegt. Obwohl der Boden, ja, also das Material ebenfalls das gleiche ist. Der Würfel an sich ist eben nicht ganz so hoch gezogen. Die Pflanzen sind die gleichen, wenn auch hier natürlich etwas größer. Das habe ich in einer anderen Version hier kleiner gemacht, dass es auch als Blümchen durchgeht und nicht hier so als Busch. Hab halt da was hingestellt und die Kamera steht halt eben ein bisschen anders. Ja, ist ein bisschen näher dran, das Ganze ist hier ein bisschen größer und man sieht hier mehr von diesem Haus. Also, ja, ich würde mal sagen, zweimal fast das gleiche Bild, mal abgesehen jetzt von den Wolken und dass ich das Gelände anders hingeschoben habe und so. Und halt eben diese Version, obwohl halt eben eigentlich der gleiche Inhalt enthalten ist. Ich werde hier jetzt noch nachträglich die Koi's hinzufügen, das Ganze in ein bisschen besserer Qualität rendern, weil das Licht ja hier auf
minus 3,5, glaube ich, ist das, steht. Den Nebel habe ich, also das, die Defekt für die Tiefe habe ich auf 5 gestellt, damit das Gelände da hinten auch mal ein bisschen ferner noch aussieht. Die Qualität steht ja allerdings auf minus 1 und wir haben hier Wolken im Bild. Wenn man Wolken hat, sollte man das Ganze schon mal ein bisschen erhöhen. Minus 1 ist ja nicht so toll, obwohl das bei diesen Wolken jetzt auch nicht so tragisch ist. Aber ich stelle das Ganze einfach mal, 1 soll hier einfach mal reichen. Und das Licht stelle ich mal auf minus 1,5. Und rendere das Ganze einfach mal in 1024 für die Galerie und füge natürlich die Käusen heute hinzu. Okay, ich bedanke mich herzlich für das Ansehen meines Videos.